Boah, verpiss dich doch, du Skelett! Ich muss jetzt die scheiß Katze zähmen, Alter! Adi, hast du eine Silk-Touch-Pickaxe? Nein. Nein! Boah, hau jetzt ab, du kleine Missgestalt, ey! Boah, Alter, ist der übersteuern oder ist der nur bei mir? Ja, nee, ja, ist der wirklich. Ja. Adi ist auch nur ein bisschen am Schreien. Boah, ich hab mein Mikro weggetan. Aua! Adi, tu mal Peter, ich hab eine Silk-Touch-Pickaxe. Kann ich die mal ausleihen? Ja. Adi hat ja keine mehr. Ja, hat Adi ja keine mehr. Keiner weiß, wo die hin ist, ha. Ah, ich wollte ja eh zu dir kommen, Jay. Ja. Wo könnte Hardy Silk-Touch nur hin sein? Okay. Ja, dann laufe ich auch wieder aus der Wüste weg. Warum willst du damit andeuten, ich hab Hardy beklaut? Ja genau, da spawnen die Viecher mal direkt vor meiner Fresse. Genau, das war meine Intention. Ja, wer von der Team von Team Shisha hat eigentlich damals die Netherwarzen und so besucht? Ich hab die gesucht und Bram hat die abgebaut. Ach ja, genau, das haben wir in der Season ja noch gar nicht besprochen. Ja, genau. Da wollte ich nur mal sowas anregen. Mal ja, ohne Scheiß, ey. Das war ganz schön asozial. Aber Bram hat selber vergessen, hat er mir gesagt. Ich hab da nicht dran gedacht. Ganz ehrlich, so gut wie wir zusammengearbeitet haben, warum hätte ich die klauen sollen? Glaubt ihr dann auch? Außerdem hab ich jetzt so abgebaut, Raid AFK. Ey, Alter, wo sind die eigentlich? Ja, genau. Mir dann auch noch unterstellen, ja, ey. Hast du ja, ich bin jetzt gerade zu Shisha gekommen, aber hab gerade gemerkt, dass der Peter schon weggesnackt hat. Ich so, was? Aber du kannst da Kerze nicht davon haben. Ich bin in der Wüste, by the way, Jay. What? Then I'm coming home. Haupteingang, ne? Ja, bitte, komm ich gerne hinten rum. Boah, okay. Eine Spinne. Aua. Ich glaube, Hardy war hier. Hier liegt überall noch Erfahrung rum. Und ein Helm. Cool. Was hat denn ein Ei? Hier liegt überall Hexe. Erfahrung rum. Voll geil, Hardy, dass du die da gelassen hast. Ja, kannst du alle haben. Die, ja, die ist schon eh aufgesammelt, keine Angst. Dann hat mal aufhören zu regnen. Echt mal, wie lange regnet das denn bitte schon? Außerdem ist nicht eben die Sonne aufgegangen. Nee, der und jetzt ist schon wieder Nacht. Miau! Miau! Du verfolgte fucking Hexe, verpiss dich, Hexe! Oh, endlich hat's aufgehört. Alter Vater. Entschuldigung. Peter. Nice. Entschuldigung. Ah, Junge, ich bin voll vergiftet gewesen, ey. Und davon musst du erstmal niesen, ne? Ja, die ist tot, aber die hält voll viel aus. Ja, richtig. Jetzt bin ich wieder fett. Artgenossen. Ja, genau, Artgenossen. Miau! So, ihr Penner, ihr kommt hier nie wieder rein, ey. Au! Oh mein Gott, komm die wohl. Leck mich. Ja. Ah, hier ist der Controller. Sag mal, seit wann? Genau. Oh, der ist ein bisschen klein. Ja, aber der Platz ist halt so klein. Seit wann kann ich meine Burgmauer, wenn ich schief gedrückt halte, doch runterfallen? Auch nicht, wie ich den besser bauen könnte, okay, oder? Theoretisch, außer, also in der Größe vor allem. Vielleicht halt nur eine Größe, aber... Ja, ich würde hier schwarze Sachen reinpacken. Ja. Was? Ja, okay. Ja, dann sind doch die Trigger dann quasi. Also was hast du gerade gesagt, Peter? Die Analogsticks. Nee, das Dunkle ist der Controller und das andere ist das Leuchten drumherum. Ach so, lol. Oh mein Gott. Ja, genau. Du kannst von halben Stein oder nicht runterfallen, wenn du Shift gedrückt hältst. Oh, von krass. Halben? Ja. Ich hab ja überall diese halben, die Stones auf der Mauer. Wenn ich auf den Dingern rumlaufe mit Shift und dann nach direkt vorne gehe, dann falle ich runter. Okay. Aber man erkennt's immerhin. Man erkennt's, ja, auf jeden Fall, man erkennt's. Das hört sich jetzt gerade an wie so ein Bestätigungsleckerli. Ah, hast du auch so ein Schild? Lol, ist neu. Aber geil. Ja, ich hab ganz viel neu gebaut. Ne, ja, hab ich nicht. Oh nö. Ja. Gehe ich hier gerade überhaupt richtig? Achso. Wiedersehen macht Freude, Peter, ne? Ja. Ah, halt's mal. Come on, Ben! Nee, das war nicht gemeint. Das, ich wollte damit mehr sagen, dass das selbstverständlich ist. Stimmt, hier ist auf einmal viel mehr Stein als vorher, kann das sein? Mhm, ich hab alle ganze Erde weggemacht. Bin ich zurzeit dabei. Was? Alter, selbst die Endermänner haben keinen Bock auf mich. Willst du mich verarschen? Wer denn noch nicht? Echt mal, ey.
Ich dachte, du wolltest nicht gegen die Viecher kämpfen. Ja doch, irgendwann muss ich ja mal meine Endertruhe, die Hardy weggesnackt hat, mal neu bauen. Die habe ich nicht weggesnackt. Ich hab sie die weggesnackt. Wow, geil. Ich also ich hab sie zumindest nicht weggesnackt. Ja, dann hab ich schön in der Aufnahme. Ich bin in der Aufnahme wird gezeigt, wie Hardy die wegnimmt. Ja, echt? Das ist kein Scherz jetzt. Echt? Ja. Wo denn? Was ein Arschloch. Die Aufnahme möchte ich aber gerne sehen. Ja, guck mal, hier Folge 200. Wenn ich ganz ehrlich bin, aber es ist tatsächlich so. Nein, das ist nicht so. Kann ja nicht. Doch. Nein, da sieht man nur, dass der die Sachen hat, die da rauskommen. Ja, das ist doch fast genau das Gleiche. Naja, aber nur fast. Weil theoretisch könnte der die Sachen einfach so haben. Das reicht für mich als Beweis. Ja, ich habe die Sachen ja auch vorher schon gehabt, weil ich eine Truhe bauen wollte. Ja, bla bla. Wo hattest du denn das Enderauge her? Hardy hat so oft gefarmt, weißt du doch. War dein Enderauge tatsächlich bei in deinem Inventar? Natürlich nicht. Ja, guck. Wieso nicht? Weil ja, das verschwindet doch, wenn man die abbaut. Ja, das heißt, ja, du hattest kein Enderauge. Er wollte eine bauen, aber ohne Enderaugen. Ja, genau, ja, weil wir keine hatten. Du weißt doch genau in den Aufnahmen, wo wir die gesucht haben, du Bob, Alter. Und wir haben keine gekriegt. Echt mal, ja, wieso hattest du denn so viel Obsidian dabei? Genauso viel, wie da rausploppt. Ja, weil ich doch Truhen bauen wollte, also habe ich Obsidian besorgt. Ja, irgendeins muss man ja schon mal besorgen, du Affenkopf. Also das ist jetzt allerdings so. Also wenn selbst Peter jetzt der Überzeugung ist. Laber doch kein... Ja, also dann ist ja Hardy echt... Was steuern ist, ey. Echt, Hardy, bleib mal ein bisschen geschmeidig. Ich merke, wie gerade Team Penis so langsam aneckt aneinander wieder. So langsam? Das läuft doch die ganze Zeit schon. Aneckt, Jay. Das ist ja. Nicht mehr anecken. Anecken würde ich. Weil ganz ehrlich, was soll man das denn bringen, die abzubauen, wenn ich keinen Ersatz in der Auge habe? Weil du so dumm bist und ich wusste, dass das nicht geht. Natürlich wusste ich das, sonst hätte ich es jetzt auch nicht gewusst, du Pisskopf, ey. Egal. Eindeutig hat Hardy das abgebaut, ja. Die Beweisführung ist eindeutig. Ja, eindeutig. Hallo, 5000 Zuschauer haben das gepostet. Ja. Ich meine, die Ausrede, ich wollte sowieso eine Truhe bauen, habe aber zufälligerweise kein Endauge dabei, sondern nur die Sachen, die aus der Truhe rauskommen, Alter, und die kaputt machen. Alter, ich habe die Sachen in meine Endertruhe gepackt, weil das Schönste ist, dass der einen Silk-Touch, aber Silk-Touch Spitzhacke zu dem Zeitpunkt schon hatte. Ja, aber der hatte ja keine Truhe. Ja, doch, also zu dem Zeitpunkt, als die Endertruhe schon stand, hatte der eine Silk-Touch-Pickaxe. Das heißt, der hätte das eigentlich mit der Silk dann gemacht, das heißt, der war ja, doch nicht. Achso. Ich bin das nicht gewesen, ja. Volk gegen Dennis Hartwig hat schon entschieden. Peter, ich würde sagen, er war trotzdem aber zu dumm, die zu benutzen. Ah, okay. Ja, das würde ich, auch eher unterschreiben. Warte mal, was ist denn hier los? Oh, mein Getreide! Boah, das sieht so hässlich aus mit der Finca, ey. Ohne Witz, das war so ein schönes Hütchen. Das war schön. In Teilen. Ja, der Garten. Der Garten, aber echt schön. Der Leuchtturm. Ah, der Garten, der steht ja immerhin noch. Du meintest, aber die Rakete, die sieht echt fesch aus, ey. Ohne Witz. Das ist ein schönes Gemeinschaftsprojekt von mir, Jay und Bram, glaube ich, ne? Ja. Ich war der Wasser am Rand an den vier Ecken. Ich war der Träger. Das ist der flüssige Stickstoff, der da am Anfang reinkommt, ne? Kennst du doch, ne? Ja, sehr. Wieso ist das? Oh, jetzt komm doch her, du kleine Pissneck, wenn du den schwulen Fisch haben willst, ja, sonst ramme ich ihn dir in den Arsch. Mach doch. Würde ich gerne, aber das Vieh haut ja mal ab. Ah, die droht immer nur. Ja, das wissen die Katzen mittlerweile auch. Nee, er droht nicht immer nur. Eigentlich zündet er dann auch direkt an. Er droht nicht. Der droht nicht. Komm, hau ab, gib mir den Sack. So, wie sieht er denn jetzt von hier oben aus? Das sieht doch schon mal cool aus. Der verbrennt. Da unten ist unser Secret-Eingang. Burn, Motherfucker. Burn. Das sieht da auch ganz gut aus. Ach ja, Terraforming ist so spannend, ey. Ja, manchmal muss das halt gemacht werden, wa? Ja, Mann! Lotta! Piss dich, du Scheiße. Ich bin ja meine gesamten Innenraum, der weiß ich nicht was, Innenraum. Donny kommt mir manchmal vor wie der Drunken Master. Ne? Manchmal? Ich bin kein Drunken Master. Was? Besoffen in der Aufnahme? Nee, nicht bei Pizza. Oh, Silk Church funktioniert aber echt.
Nicht mit allen Sachen, wa? Nervt mich gerade ein bisschen. So, ich würde gern so Gras mitnehmen. Gras geht. Geht doch. Gras geht auf jeden Fall. Gib mir nicht. Nein, ich meine dieses Gras, was auf den Grasblöcken drauf wächst. Nein, nee, du musst das Gras schon mitnehmen. Dann nimm doch Knochenmehl, damit kannst du das doch wachsen lassen. Ich glaube, du meintest damit. Ja, genau. Ja, ja. Da war er wieder. Alter, was habe ich eigentlich für einen Wichsgang gebaut? Für die gebaut? So. Ein Wichsgang des Todes, ey. Machen wir das hier 3 hoch. Das geht ja sowieso. Ich mein Dias am Farm, weil ich halt nichts mehr hab. Machen wir so hoch. Aber bis jetzt habe ich einen einzigen. Oh, die halbe Stunde ist schon rum. Was, die halbe Stunde ist schon rum? Willst du mich verarschen? Ah, ne, sag auch, die Stunde gehe ich schnell. Das war eine nette halbe Stunde. Das war eine nette. Annette, wo ist die Annette? Ja, Sepp, kann ich übernehmen? Ne, ich baue jetzt hier noch weiter. Übernehmen musst du, nicht übergeben. Was macht der Peter da oben eigentlich? Willst du jetzt auch bin so gerade bei Jay, Junge. Achso, der Peter ist gar nicht mehr hier oben. Ja, ich bin jetzt sofort das Ding wieder. Ja. Ja gut, Leute, dann könnt ihr euch bei der Peter weiter angucken, was hier so geht auf der zweiten fliegenden Insel. Und wir sehen uns dann die Tage mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.